Sie sehen hier einen Eintrag aus dem Forum, Physikforum der Uni-Protokolle. Da schreibt jemand ganz verzweifelt, dass er oder sie am Ende ist und an dieser Aufgabe gescheitert, nämlich ein Ball wird von unten mit einer Anfangsgeschwindigkeit nach oben geworfen, gleichzeitig fällt ein Ball oder wird ein Ball von oben nach unten geworfen und die Frage ist, wo treffen sich die beiden Körper und mit welcher Geschwindigkeit? Der Luftwiderstand kann vernachlässigt werden. Das ist so eine typische Aufgabe, wie man sie heute im Physikunterricht stellt. Ich habe ein bisschen herumgegoogelt und gesehen, dass ähnliche Aufgaben auch im Medizinstudium sogar gestellt werden. Dann fragt sich einfach, was ist die Relevanz dieser Aufgabe und führen solche Aufgaben wirklich zu einem Verständnis der Physik? Ich möchte die gleichmäßig beschleunigte Bewegung einmal im Berkeley-Madonna modellieren und nachher diskutieren und zeigen, wie irrelevant eigentlich diese Bewegung ist. Beginnen wir mit einem Flowchart. Und mache hier die Beschriftung noch etwas größer, damit man es gut sieht. So, jetzt möchte ich also die sogenannte gleichmäßig beschleunigte Bewegung modellieren. Dabei geht man davon aus, dass man eine konstante Kraft hat. Oder etwas genauer, man hat eine Kraft F resultierend. Es geht ja immer um die Summe aller Kräfte. Und diese Kraft sei konstant. Ja, was nehmen wir dann? Wir nehmen jetzt mal 12 Newton. Und diese Kraft dividiert durch die Masse. Machen wir noch eine Kugel für die Masse. Diese Kraft dividiert, also die resultierende Kraft durch die Masse, gibt die Beschleunigung. Dann haben wir mal 4 Kilogramm. Irgendwelche Fantasiezahlen, so wie in den Übungsaufgaben ja auch. 4 Kilogramm. So, jetzt können wir die Beschleunigung bestimmen, indem man sagt, die Summe aller Kräfte dividiert durch die Masse gibt die Beschleunigung. Und die Beschleunigung ist die Geschwindigkeitsänderungsrate. Also nehme ich einen Topf, schreibe ihn mit Geschwindigkeit an und nehme noch einen Schlauch, eine Pipeline und schreibe die mit Beschleunigung an. Und dann kann ich sagen, die Kraft dividiert durch die Masse, also resultierende Kraft dividiert durch die Masse, gibt die Beschleunigung. Die Geschwindigkeit, da kann ich ja einen Anfangswert geben, machen wir das extern mit V0 und sagen wir, V0 sei 2 Meter pro Sekunde. Auch da irgendwelche Werte. Und V0 ist der Startwert von der Zustandsgröße V. So, jetzt muss ich auch den Ort berechnen, den man ja was ungenau immer mit dem Weg bezeichnet, aber es ist eigentlich eine Ortskoordinate, die man rechnet. Das ist also der Ort X. Und ja, dann nehmen wir den Startwert als 0, das heißt, wir setzen das Koordinatensystem dort, wo der Körper startet. Das ist am einfachsten und dann können wir hier die Geschwindigkeit nehmen. Die Geschwindigkeit ist ja die Ortsveränderung pro Zeit und die Ortsänderungsrate. Ja, das war falsch. Leerschlag machen. Ich muss eben die Geschwindigkeit, die ich jetzt hier nehme, noch einmal integrieren.
Und da kann ich nicht die gleiche Variable zweimal verwenden, die gleiche Variablenbezeichnung. Deshalb habe ich hier V-Leerschlag, das wird hier mit einem Unterstrich bezeichnet und dann das V von vorher gleichsetzen. Das heißt, ich berechne also die Beschleunigung, dann integriere ich einmal, dann rechne ich, dann führe ich die Geschwindigkeit hier hinein und integriere noch einmal. So, der Anfangsort ist immer 0 und die Anfangsgeschwindigkeit habe ich parametrisiert. So, das ist also die konstant beschleunigte Bewegung, die doch weltweit einen rechten Teil des Anfängerunterrichts beinhaltet. Jetzt nehmen wir das Paratefenster. Wie lange wollen wir simulieren? Ja, nur sagen wir 2 Sekunden und lassen das laufen. Dann werden irgendwelche Größen dargestellt. Ja, das passt man mir jetzt noch. Da haben wir also, die möchte ich rausnehmen und Beschleunigung lassen wir. Ja. Also, wir haben die Geschwindigkeit, die geht linear hoch von 2 Meter pro Sekunde auf 8 Meter pro Sekunde und der Ort geht quadratisch das Stück, eine Parabel und die Beschleunigung ist wie zu erwarten. Konstant, nämlich 3 Meter pro Sekunde im Quadrat, weil ich habe ja 12 Newton gehabt und 4 Kilogramm. So, soweit zur Modellierung der konstanten Beschleunigung. Jetzt kommt meine Kritik und die wird jetzt vernichtend ausfallen. Erstens bleibt man hier immer noch auf der Philosophie von Newton. Man nimmt also einen Körper und schaut dessen Bewegung an. Ich habe jetzt in mehreren Beispielen gezeigt, dass man hier eigentlich die Impulsbilanz setzen sollte. Die ist viel allgemeiner und die entspricht auch der Physik des 20. Jahrhunderts. Da hat man also hier die Impulsbilanz und man sollte nicht nur immer einen Körper nehmen, sondern wenn möglich mehrere Stöße und so weiter, dass man auch sieht, wie die Dynamik zwischen den Körpern funktioniert. Dann ist das ja gar kein dynamisches System. Es fehlt die Rückkopplung. Man gibt einfach eine Kraft vor. Man muss sich vorstellen, das ist ein Impulsstrom, also man holt Impulse aus der Erde und zwar mit konstanter Rate. Das kann man eben nur im freien Fall, dann macht das nämlich das Gravitationsfeld näherungsweise. Das heißt, es ist gar kein dynamisches System, man gibt eine Kraft vor, aber in den meisten Fällen ist die Kraft eine Funktion von x und von v. Also man hat hier eine Rückkopplung von v auf die Kraft. Und von x auf die Kraft. Wieso ist meine Kritik jetzt vernichtend? Weil man weltweit an Gymnasien und, ich habe vorhin ein bisschen gegoogelt, auch im Anfängerunterricht für Mediziner dieses Problem behandelt. Dieses absolut triviale Problem. Und die Folge ist dann, dass einzelne Leute verzweifelt in die Foren gehen und nach einer Lösung suchen. Obwohl das ja eigentlich gar kein relevantes Problem ist. Ich zeige jetzt schnell, wie ich den schiefen Wurf behalte. Den Wurf nach oben ist noch kein schiefer, das ist dann noch ein bisschen eine Verkomplexisierung, ja, über die man auch diskutieren könnte. Ich zeige mal, wie man den Wurf nach oben behandeln könnte. Ich gehe dazu in die Hauptseite von Pegasus. Da habe ich nämlich verschiedene Lerneinheiten aufgeschaltet, zum Beispiel die Translation. Öffnen wir die mal als normal. Dann sind wir in diesem E-Learning-Modul Translation. Hier sieht man das Flüssigkeitsbild und dann eben hier noch die Impulsströme und da dieses Geschwindigkeitszeitdiagramm. Das heißt, aus dem Flüssigkeitsbild heraus kann man die Geschwindigkeit als Füllhöhe herauslesen und damit kann man jetzt operieren. Dann oben sind die Hauptkapitel aufgeführt und gehen wir mal in die Kinematik. Da geht es zuerst einmal um die allgemeinen Dinge. Dann habe ich ein Unterkapitel oder ein Teilabschnitt genommen mit A gleich konstant. Und was man eigentlich braucht, ist nur die Geschwindigkeit, das Geschwindigkeitszeitdiagramm. Man hat eben eine konstante Geschwindigkeit,
überlagert mit einer linearen zunehmenden Geschwindigkeit, einer konstanten Beschleunigung. Und da kann man hier die Funktion ja direkt herauslesen, v0 plus a mal t. Und der zurückgelegte Weg oder eben die Ortsveränderung ist dann die Fläche unter der Kurve, also Rechtecksfläche plus Dreiecksfläche. Ich habe dann noch Fragen formuliert, also unten sind dann die Teilschritte, würde ich vielleicht heute ein bisschen anders anordnen. Da habe ich die Antwort auf eine andere Frage, nämlich jetzt negative Beschleunigung, dann hat man hier immer noch den Anteil von der Anfangsgeschwindigkeit und jetzt muss man das Dreieck von oben her abziehen und es gibt immer noch die gleiche Formel. Also mehr muss man doch gar nicht über die konstante Beschleunigung sagen, als zeichnet das VT-Diagramm. Ich möchte jetzt ganz kurz noch auf den Beitrag in Uniprotokolle zurückkommen. Ich habe auch in meinem Kurs eine ähnliche Aufgabe eingebaut, aber nur damit man das auch behandelt hat. Also da geht es um eine wütende Ehefrau, die einen Blumentopf nach unten schmeißt, gegen ihren Gatten, der seit Minuten gegen die Klingel gelehnt ist und den Hausschlüssel sucht. Ich vermute nicht ganz nüchtern. Also die schmeißt den Topf runter und der fällt die 7 Meter hinunter mit der Anfangsgeschwindigkeit 2 Meter pro Sekunde. Dann die Frage, wann würde der Topf den Kopf treffen, mit welcher Geschwindigkeit würde der Topf aufschlagen, wie viel Impuls wird übertragen. Und dann kommt die Aufgabe 4, der Mann ist natürlich gewappnet. 0,6 Sekunden vor dem zu erwartenden Aufschlag wirft er eine leere Weinflasche nach oben und mit einer Geschwindigkeit von 4 Meter pro Sekunde. Und die Frage ist jetzt, wann treffen sich Flasche und Topf? Das ist eine ähnliche Aufgabe wie die aus Uniprotokoll. Jetzt, wenn man die Lösung anschaut, dann ist die natürlich schon ziemlich umfangreich, aber die Lösung steckt im VT-Diagramm. Wir haben also hier das VT-Diagramm, positive Richtung nach unten, das ist die Anfangsgeschwindigkeit des Topfs, das ist die Beschleunigung, die Steigung von 10 Meter pro Sekunde, auch ohne Luftwiderstand. Und 0,6 Sekunden später wirft der Mann die Weinflasche nach oben, also negative Geschwindigkeit. Und jetzt kommt die Überlegung, die eben in der Fallbewegung drinsteckt. Beide Körper haben die gleiche Beschleunigung. Also der Körper, der nach unten fällt und der Körper, der zuerst nach oben steigt und dann nach unten fällt. Beide Körper haben die gleiche Beschleunigung. Also muss man nur ausrechnen, wie weit ist der Topf in den ersten 0,6 Sekunden kommen, das ist diese Fläche. Dann weiß man, wie viel Restweg man noch hat und dann muss man diese Raute hier anschauen, dieses Parallelogramm und die Fläche dieses Parallelogramms, das ist eben die Geschwindigkeitsdifferenz, entspricht dann noch dem Restweg. Soweit zur konstanten Beschleunigung. Ich fasse noch einmal zusammen. Die konstante Beschleunigung ist fast ein Artefakt der Physik. Hat noch nichts zu tun mit Dynamik eines Systems, wird aber weltweit und intensiv benutzt, um Leute zu schlauchen und um schwierige Prüfungsaufgaben zu machen. Und ich rate allen, die eine konstante Beschleunigung rechnen müssen, zeichnet doch einmal das VT-Diagramm. Und dann seht ihr sofort, was Sache ist.